Grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemmbaufreunde, und herzlich willkommen zum Teil 2 des Lego A-Team Mob von Shane. Soweit sind wir das letzte Mal gekommen. Das ist der zweite Teil vom letzten Aufbauvideo, und zwar ist das hier die Lenkung mit dem Servomotor, den wir da schon mal verbaut haben. Und dann haben wir hier den ersten Teil vom letzten Video. Da haben wir auch schon die zwei M-Motoren verbaut. Der eine M-Motor ist für die Seitentür gedacht, der andere M-Motor für die hinteren Türen und natürlich der M-Motor für den Antrieb. Ja, ich baue auf jeden Fall mal weiter. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch, und wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Hey Leute, da bin ich auch schon wieder. Guck mal, ich habe mal eine Frage an euch, und zwar habe ich hier zwei verschiedene Liftarme. Der eine müsste ein Hochkriegs, also Liftarm von Hochkriegs sein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wahrscheinlich nicht so. Das andere müsste ein Kader sein. Auch wenn ich mich nicht täusche, hat Kader auch Hochkriegs. Auf jeden Fall sind das zwei verschiedene Liftarme. Aber wenn das mal jemand weiß, schreibt es mal einfach mal unten in die Kommentare. Das würde mich schon mal gerne interessieren. Ja, da würde ich sagen, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und zwar haben wir diesen Lichter dran gebaut. Aber hier, einmal da drüben. Das ist ein bisschen locker. Ich hoffe, das wird im Laufe des Baus ein bisschen fester. Ja, ich baue auf jeden Fall mal weiter. Und dann sehen wir uns gleich. Bis dann. So, und da bin ich auch schon wieder, und zwar haben wir die Motoren jetzt mit dem EE-Zwischenschalter verbunden. Auf dem ersten haben wir den L-Motor und den Servo eingebaut, und auf den anderen beiden sind ein bisschen versteckt, sind die zwei M-Motoren für die jeweiligen Türen miteinander verbunden. Jetzt baue ich gleich die Batterien ein, und wenn ich das getan habe, dann melde ich mich gleich wieder. Da bin ich auch schon, und zwar haben wir mittlerweile die Batterie angeschlossen. Das Ganze ist ein klein wenig wackelig, es ist noch nicht ganz fest. Ich hoffe, es wird im Laufe der Zeit ein bisschen fester. Und zwar ist die Batterie einfach nur, zeige ich euch, im Moment, einfach nur hier unten miteinander verbunden. Und mit den Fahrzeugen, oder ihr kennt sicherlich auch für die kleinen Modelle oder also Lego-Autos, das kleine Fahrwerk. Ja, ich baue auf jeden Fall mal weiter, und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich auch schon wieder, und zwar haben wir hier den ersten Sitz schon mal gebaut. Den bauen wir dann gleich ein. Das machen wir mal, glaube ich, mal schnell gemeinsam. Ja, das mit dem Kabelwirtschaft ist natürlich ein bisschen blöd. Ich werde versuchen, den natürlich irgendwie nachher zu verstecken, so dass man sie nicht mehr so ganz so sieht, dass sie nicht mehr ganz so quer, Bolzen quer sind. So, da kommt jetzt das Teil hin. Machen wir das dran. Mal gucken. Ja, das Schöne daran ist, ihr habt ja zwei Fernbedienungen mit dazu bekommen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich hab sie. Ja. Ah, das Ding wird ein Brummer, sage ich euch. Das Ding wird groß, das wird riesig. Hat auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, über 1700 Teile. 1770. Ich muss nochmal nachher gucken. Ich verlinke es euch natürlich. Ich tue es natürlich noch in der Videobeschreibung reinmachen. Ja, wenn euch das Modell gefällt, ich verlinke es euch natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe mir gekauft mit Motoren bei AliExpress, kostet so ca. 90 Euro. Wenn es euch gefällt, einfach bestellen. Dauert ungefähr, ich habe ungefähr einen halben Monat gewartet, bis es da war. Ich habe auch noch ein anderes Modell mittlerweile bestellt. Ich weiß zwar nicht, ob es von Shen ist, aber es wird auch schön. Lasst euch einfach überraschen. Ich baue auf jeden Fall mal weiter, und dann sehen wir uns gleich. Bis dann!
So, nach einer guten halben, dreiviertel Stunde sind wir auf jeden Fall mal ein Stückchen weiter. Und zwar haben wir die vorderen zwei Sitze schon mal wieder gebaut und einen Teil von der Front. Ich finde, das Modell sieht relativ gut aus. Ich hoffe, ihr auch. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, auch die richtige Größe. Wie groß das Modell ist, werde ich natürlich im Review erst verraten. Und ob auch alles funktioniert und alles fährt und alles macht und tut, wie es sein soll. Auch dann werde ich im Review zeigen. Ich baue dann auf jeden Fall mal weiter und dann sehen wir uns gleich. Und da bin ich auch schon wieder, na, sind natürlich wieder ein kleines Stück weitergekommen. Und zwar haben wir die zwei Lichter gebaut und ein bisschen den Kühlergrill. Ja, die zwei Lichter eigentlich haben mir ganz gut Spaß gemacht. Das ist im Prinzip eigentlich zwei. Na, sag's. Einmal zwei Clear Trans Bricks, die eigentlich nur zusammengeklickt werden. Das sind, glaube ich, sechs Stück an der Zahl und werden dann eigentlich zum Schluss hier nur dran gesetzt. Schöne Bautechnik, kann man nichts sagen. Das ganze Modell hat wahrscheinlich auch verschiedene Hersteller. Welche das sind, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ja, Klemmkraft, ja. Geht so. Es gibt einige Sachen, die gehen ganz gut rein, sind stabil, und es gibt einige Sachen, die sind etwas locker. Da muss man natürlich gucken. Aber alles im anderen ist es ein wirklich schönes Modell. Also mir gefällt's. Und ich baue dann jetzt einfach mal weiter. Nach einer guten halben, dreiviertel Stunde sind wir auch schon wieder ein kleines Stück weitergekommen. Und zwar haben wir hier vorne den Kühlergrill schon mal gebaut. Und haben auch schon die ersten Rotansätze. Die Farben stimmen nicht zu hundertprozentig überein. Liegt wahrscheinlich daran, dass es von verschiedenen Herstellern ist. Und man sieht oben auch schon mal die Anguspunkte. Ist wohl nicht schön. Aber ein paar kleine Schönheitsfehler darf es ja haben. Immerhin sind es schließlich Klemmbausteine. Und es ist auch ein Mock. Also auch, er hat wahrscheinlich die Teile von verschiedenen Herstellern gekauft und auch verwendet. Ja, trotzdem in allem gefällt mir das Modell und ich baue dann einfach mal weiter und wir sehen uns dann im nächsten Baustep. So, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Wir haben wieder ein kleines bisschen was geschafft. Und zwar haben wir die untere Radkästen schon mal gebaut, den hinteren Radkasten sowie auch den vorderen Kasten. Ein Teil von der B-Säule ist schon dran. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Wie das weitere Endergebnis aussieht. Ich hoffe, ihr auch. Ja, hier vorne habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar ist das ein bisschen vorne rausgestanden. Da habe ich jetzt die richtigen Teile gefunden und habe das jetzt ein bisschen umgeändert. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen realistisch aus. Ja, ich würde sagen, ich baue einfach mal weiter und dann sehen wir uns gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Und zwar haben wir jetzt auf der anderen Seite die untere Verkleidung schon mal gebaut, sowie die Radkästen. Und haben da hinten auch die erste Paneele dran gesetzt und hintere Teil miteinander verbunden. Ja, schönes Modell. Werde ich wahrscheinlich heute nicht, weil morgen werde ich das anfangen, weil morgen will ich das Review von der Titanic bauen. Beziehungsweise werde ich das Review machen. Und wenn dieses Video online geht, ist das Review von der Titanic auch schon hochgeladen. Wer es sich noch nicht angeschaut, kann das natürlich gerne tun. Ja, eins muss man hier aber mal ganz klar sagen. Dieses Modell ist für Anfänger nicht wirklich unbedingt geeignet. Wer sich natürlich zutraut, das zu bauen, dann kann er das gerne tun. Allerdings, ich selber bin ein geübter Technikbauer und ich muss sagen, ich musste wirklich zwei bis dreimal hinschauen, um zu wissen, was er eigentlich von mir da wollte. Aufgrund der Bildanleitung, da ist ja keine normale JPG-Anleitung ist. Naja, ich baue auf jeden Fall mal weiter und dann sehen wir uns gleich. So, hallo Leute, ich melde mich heute das letzte Mal.
mal, zumindest für heute. Ich werde dann auf jeden Fall morgen weiter. Wie ihr seht, bin ich auch ein Stückchen weitergekommen. Und zwar haben wir die komplette Seitenfront an der Fahrerseite gebaut, sowie auch an der B-Säule. Ich finde, es hat eine wunderbare, schöne Bautechnik, vor allem den auch hier die Wölbung nach oben, so wie es in Wirklichkeit sein ist, und schließt auch mit der B-Säule perfekt an. Ja, es gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gefallen, aber ich denke mal, das tut dem ganzen Modell auch keinen Abbruch. Wer sich natürlich nicht damit einverstanden ist, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Mir gefällt auf jeden Fall das Modell und ich bin mal wirklich auf das Endergebnis gespannt. Ja, in diesem Sinne, dann sehen wir uns morgen. Hallo Leute, da bin ich wieder. Nach ein paar Tagen Pause mache ich heute wieder an den Lego Mock 18 Van weiter. Soweit sind wir bisher gekommen. Wir haben zum einen die erste Seitenwand verkleidet. Wie ihr seht, haben wir auch schon sämtliche Motoren und die IR-Receiver eingebaut. Batterie ist auch schon eingebaut, die befindet sich hier unten. Ihr seht, M-Motor, L-Motor, Servomotor, Batteriebox. Ein bisschen schwierig dran zu kommen. Gerade wenn man Batterien austauschen muss, muss man da, glaube ich, irgendwie was machen. Das habe ich aber noch keine Ahnung wie. Ja, ich werde sehen. Ja, ich würde sagen, ich baue einfach mal weiter und melde mich dann in Kürze wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder und wir sind wieder ein bisschen weitergekommen. Wir haben zum einen haben wir jetzt hier diese Wand dran gebaut und hier oben haben wir dann dieses kleine Stück hier dran gebaut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir werden jetzt als nächstes die Tür bauen oder hier hinten zumachen oder hier vorne zumachen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr lasst euch überraschen. Auf jeden Fall wird es spannend, das kann ich euch schon mal versichern. Ich finde das Modell bis jetzt ganz gut. Das muss ich mal richtig anmachen. So, das ist. Hier ist so eine kleine Aussparung. Ich denke mal, da kommt dann nachher die Schiebetür rein, die dann das Ganze die Tür aufmachen tut. Vielleicht baue ich irgendwann mal noch einen vierten Sitz hier ein, wobei das wahrscheinlich fast nicht möglich ist. Deswegen hat er nur drei Sitze drin. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn er vier Sitze drin hätte. Ist aber wahrscheinlich bei dem Modell nicht möglich. Ansonsten ganz gut. Klemmkraft ist soweit in Ordnung. Es gibt mal die ein oder anderen, die etwas lose sind oder etwas leichter. Aber es fällt nichts ab. Und das ist schon mal die Hauptsache und das ist positiv. Ja, ich würde sagen, ich baue weiter und ich melde mich dann gleich wieder. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder und wir sind wieder ein kleines Stückchen weitergekommen. Nach gut einer halben Stunde haben wir jetzt oben diesen Bereich hier fertig gebaut und haben hier hinten. Und als nächstes machen wir, glaube ich, hier hinten die Tür noch dran. Da bin ich mal gespannt, wie er das gelöst hat. Weil die sollen ja dann später auch selber aufgehen. Schöner wäre es natürlich, wenn er hier noch eine Ablage hätte, aber das kann man ja dann hinterher immer noch machen. Ja, ich baue auf jeden Fall mal weiter. Und wenn ich dann mit den Türen fertig bin, melde ich mich zurück. Bis gleich. Hey Leute, und da bin ich schon wieder da. Die Türen habe ich mittlerweile dran gebaut, wie ihr seht. Sowie auch die Rücklichter. Ich finde das Modell bis jetzt immer noch ganz spannend. Und ich denke mal, wir nähern uns da jetzt langsam dem Ende zu. Ich denke mal, als nächstes bauen wir dann hier die Seitentür dann ein. Und dann würde ich mich dann auch gleich wieder zurückmelden. Ja, ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpasst, ne? Also in diesem Sinne, bis gleich. Nach einer guten halben Stunde habe ich es endlich geschafft. Die Seitentür ist drin. Ich hoffe, sie funktioniert. Ich habe es mal ausgetestet, aber ob es funktioniert, verrate ich euch nicht. Das mache ich dann im Review. Ich denke mal, wenn ich alles richtig gemacht habe, wird alles so weit funktionieren, wie ich das gerne hätte.
Ich finde das Modell nach wie vor immer noch schön. Klemmkraft ist nach wie vor immer noch top. Es gibt nichts zu mäkeln. Ja, ich denke mal, wir bauen jetzt hier oben das kleine Stück hier, machen wir noch fertig. Dann machen wir hier die Dings. Die Motorhaube wird dann noch gemacht, dann zum Schluss noch die Reifen. Ich denke mal, wenn noch irgendwas dazwischen kommt, ein schöner Bauschritt, dann melde ich mich gleich wieder zurück. Ne? In diesem Sinne, bis gleich. So, und da ist er fertig, unser A-Team Van. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe jetzt zum Schluss noch die Motorhaube, auch wenn da kein echter Motor drin ist. Und die Verkabelung vom Licht. Und dann haben wir noch hier die Türen dran gemacht. Hier vorne eine Windschutzscheibe. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das gute Teil echt gelungen. Also das muss man mal sagen. Ne? Also Hut ab an den Designer Sheng. Sheng ist er, glaube ich. Der das konstruiert hat. Ich finde ihn super. Wie es Ganze funktioniert, das werde ich dann im Review machen. Ob das Ganze läuft, ob die Türen aufgehen, ob er richtig fahren tut. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Review. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Wie gesagt, heute mal ein anderes Aufbau, wieder kein normales Speedbuild, wie ihr es eigentlich sonst immer von mir gewohnt seid. Ob ich nochmal Speedbilder mache, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein fröhliches Glam und bis bald.